Lok Leipzig auf Kurs Richtung Liga 3. Der Traditionsverein aus Probstheida fokussiert auf den Aufstieg. Doch nun wartet wohl die schwerste Aufgabe auf den ehemaligen Halbfinalisten im Europapokal. Die Partie bei Energie Cottbus ist die Definition eines 6-Punkte-Spiels auf dem Weg zum Einzug in die Drittliga-Relegation. Wir haben eine 50-50 Chance. Ja. Ich glaube, beide Mannschaften spielen auf einem hohen Niveau in der Liga Fußball. Und jeder versucht, sein Spiel durchzudrücken. Ja, Sieg gegen Cottbus ist wichtig für unsere Mannschaft. Immens wichtig für den Kopf, ja, für den weiteren Verlauf der Saison. Ja, die haben sich gefunden, die stehen nicht ohne Grund dort oben. Wen sie jetzt geholt haben, weil wen nicht, ist uns eigentlich relativ egal, denn wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Stärken an den Tag bringen. Von daher mache ich mir eigentlich keine Platte, wer da aufläuft oder nicht aufläuft, wer an der Seitenlinie steht und da rumbrüllt, ist mir auch völlig bockwurscht. Ja, von daher müssen wir auf uns schauen. Wir bereiten uns auf Cottbus vor, so wie bei jedem Spiel. Sehr konzentriert, sehr ernst. Ja, das wird ein gutes Spiel, es wird ein zuschauerträchtiges Spiel, über 10.000 Zuschauer. Wir freuen uns, glaube ich, beide drauf. Ja, und der Bessere soll gewinnen. Ich denke mal, es wird so eine ähnliche Atmosphäre vielleicht wie gegen Chemnitz im Pokal. Da waren ja auch so viele von uns mit. Ich war selber ja schon mal im Block, wo ich verletzt war. Und das war ein richtig cooles Gefühl, da mit dabei zu sein. Das jetzt nochmal auf dem Rasen zu erleben, dass so viele mitkommen und so, das ist schon... Das wird schon, glaube ich, ein Gänsehautmoment und ich glaube, das wird auch jeder nicht so oft wieder erleben, vor allen Dingen auf dem Niveau bzw. in der Liga. Ich glaube, wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, sind auch gut gestartet. Ich denke, wir wissen alle, was wir können und das weiß auch Cottbus. Wir wissen auch, was die können. Wir haben Respekt, aber überhaupt keine Angst und so. Warum auch? Schon alleine durchs Hinspiel wissen die, glaube ich, auch, was Phase ist, wenn wir da hinfahren. Etwa 10.000 Zuschauer wollen im Cottbuser Stadion der Freundschaft das Duell zweier Giganten erleben. Doch für maximal einen Club wird es 2020 ein Comeback auf der Profibühne geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.